Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of the Abyss. Beim letzten Mal haben wir uns mit Jados Schwester unterhalten, die uns ein, wie könnte man es gut ausdrücken, oh ja, ein Hotelzimmer klar gemacht hat. Und jetzt können wir uns hier noch ein wenig umsehen. Das kennen wir ja hier noch, hier waren wir ja schon mal. Ach so, ja genau. Okay, alles cool. Wir müssen also noch einen Weg finden, wie wir die Schatztruhe auf diesen Pavillons bekommen. Denn ohne die gehe ich hier nicht weg. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Schneemaschinen. Und Igloos, die ich betreten kann. Die hat Wohnung. Okay. Ja, natürlich ist es kalt hier drin. Du liebst in meinem Igloo. Miau. Warum auch nicht? Miau ist auch eine legitime Antwort. Aber die spielen da halt mit Schneemaschinen. Kann ich nichts dran ändern. Kann ich nicht benutzen. Kann ich eigentlich so ziemlich gar nichts mehr machen. Hier geht's wieder zum Feld. Ja, es sind viele Monster draußen, deswegen schlage ich vor, ihr macht das nicht. Da wäre ein weiteres Igloo. Da wäre ein weiteres Igloo, ja, ne. Schneller, schneller. Kann ich mit Mew den einfach anschießen? Scheinbar nein. Das ist schade. Wow. Oder vielleicht doch so. Nicht schlecht. Aber immerhin scheint das das bewegt zu haben, was ich möchte. Nämlich die... Oh ja, es hat funktioniert. Und da drin finden wir ein Stundenglas. Was bewirkt das denn, das Stundenglas? Au, friert die Gegner im Kampf ein wenig ein. Temporär zwar, aber es funktioniert. Das ist schön. Nachdem ich mich um sowas gekümmert habe, kann ich mich dann auch ins Hotel begeben, so wie es ja eigentlich tun sollte. ごゆっくりどうぞ。あ、俺ネフリーさんとこに忘れ物した。行ってくる。俺も行こうか。ネフリーさん女だぞ。美人を見るのは好きだ。いや。ガイも男性ですものね。 Guy is most certainly a guy. Ja, das ist ein schöner Satz. Guy ist wirklich ein Mann. Toshiue-no-hitozuma-da-yo? Ja, 違うぞ. Hen-na-imi-ja-nakute. Oshiji-sama, boku mo ikku desu no. Ah, mo uzette. Ore hitori de ii yo. Also Mew geht trotzdem mit. Mew setzt halt scheinbar seinen Kopf durch. Warum auch nicht? Und man bedenkt, er ist ja eigentlich nur ein, naja, Kind. Ich finde nicht, dass man ihm da großartig was vorwerfen kann, wenn er da mitkommt. Denke nicht. So, das wird jetzt mal wieder ein Part, wo ich still sein werde und hinterher euch erzähle, was abgeht. Damit ihr dann versteht, was hier großartig gesagt wird. すみません。あなたがレプリカだと聞いて、どうしても兄のことを話しておかなければと思ったんです。何の話ですか？兄がなぜフォミクリーの技術を生み出したのか、今でも覚えています。あれは私が不注意で大切にしていた人形を壊してしまった日のことです。その時兄は フォミクリーの元になる術を編み出して、人形の複製、レプリカを作ってくれたんです。兄が9歳の時でした。 Also als Jado 9 Jahre alt war, hatte die Grundlage für Fumikri, also das, ich sag mal, Klonen von Gegenständen und Menschen, erfunden, um eine zerstörte Puppe für Nefri wiederherzustellen, beziehungsweise sie zu kopieren. 信じられねえ。そうですよね。でも本当です。
普通なら同じ人形を買うのに、兄は複製を作った。その発想が普通じゃないと思いました。普通じゃないって、そんな言い方。今でこそ優しげにしていますが、子供の頃の兄は悪魔でしたわ。Und Jado war früher alles andere als lieb und brav und nett. Er war ein Teufel, der Terror schlechthin. 大人でも難しい不術を使いこなし、害のない魔物たちまでも残虐に殺して楽しんでいた。Es macht ihm Spaß, sogar wehrlose Monster. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber wehrlose Monster oder Monster, die keinem geschadet haben, zu vernichten. 兄には生き物の死が理解できなかったんです。Denn er kannte die Bedeutung vom Tod nicht. そんな風には見えないけど。兄を変えたのはネビリム先生です。ネビリム先生はセブンスフォニムを使えるヒーラーでした。Und dann trat seine Lehrmeisterin auf den Plan, Professor Nebilim. Sie war eine Heilerin, oder um genauer zu sein, eine Siebtephonistin, so ähnlich wie Tier.兄はセブンスフォニムが使えないので、先生を尊敬していたんです。セブンスフォニムを使おうとして、兄は誤って制御不能の不術を発動させたんです。Und weil er das siebte Phoner nicht nutzen konnte, war er, naja, ein wenig eifersüchtig auch, aber er hat sie auch bewundert, nutzte aber eine Art mit den siebten Phonons und wie man es so kennt, gerät diese Art außer Kontrolle.兄の術はネビリム先生を害し、家を焼きました。Und diese Art hat dann das Gebäude in Flammen gesetzt und Professor Nebilim scheinbar getötet. 殺しちまったのか？その時はかろうじて生きていました。兄は今にも生き絶えそうな先生を見て考えたのです。今ならレプリカが作れる。そうすればネビリム先生は助かる。Als er dann gesehen hat, was er angerichtet hat und sie da beinahe leblos lag, kam ihm der Gedanke, er könnte ja eine Replika von ihr erschaffen. Aber dieses Replika von Professor Nebilim war nicht viel mehr als ein Monster.本物のネビリムさんは亡くなりました。Die echte Nebilim starb. その後、兄は才能を買われ、軍の名家であるカーティス家へ養子に迎えられました。多分、兄はより整った環境で先生を生き返らせるための勉強がしたかったんだと思います。でも今は生物レプリカをやめさせた。どうして？ピオニー様のおかげです。恐れ多いことですが、ピオニー様は兄の親友ですから。Zusammenfassend kann man also sagen, Jado wurde danach als Genie anerkannt und in die Curtis, also die berühmte scheinbar Curtis, Militärfamilie übernommen. Und er hörte auf, Menschen bzw. lebende Dinge zu kopieren, dank Pioni, dem Imperator von Malku.そうか。でも本当のところ、兄は今でもネビリム先生を復活させたいと思っているような気がするんです。Aber scheinbar, oder sagen wir angeblich, oder nach ihrem Gefühl will er immer noch Professorin Nebilim wiederbeleben. そんなことはないと思うけどな。そうですね。杞憂かもしれない。それでも私はあなたが兄の抑止力になってくれたらと思っているんです。話が長くなってしまいましたね。聞いてくださってありがとうございました。Und sie hat uns das einfach nur erzählt, damit wir auf ihn aufpassen können. Nur für den Fall der Fälle. Was ich aber auch verstehen kann.ネフリーから話を聞きましたね。聞いてない。悪い子ですね。嘘をつくなんて。
なんでバレたんだ。まあいいでしょう。言っておきますが、私はもう先生の復活は望んでいません。本当か？本当にか？理由はあなたが一番よく知っているでしょう。私はネビリム先生に許しを請いたいんです。自分が楽になるために。でもレプリカに過去の記憶はない。許してくれようがない。ジェイド、私は一生過去の罪に苛まれて生きるんです。罪ってネビリムさんを殺しちまったことか。そうですね。人が死ぬなんて大したことではないと思っていた自分かもしれません。俺だってレプリカを作れる力があったら同じことをしたと思う。やれやれ、慰めようとしていますか。いささか的外れですが、ま、気持ちだけいただいておきます。 Ich fasse es mal so zusammen. Jado ist sich seiner Sünden schon bewusst. Ich finde es persönlich schon interessant, dieses Gespräch, wenn man in den Zwiespalt gerät, wenn man eine geliebte Person wiederbeleben könnte. Was man es machen würde wahrscheinlich. Das hat auch Luke angesprochen. Wenn er die Macht hätte, Replikas zu erschaffen, würde er wahrscheinlich auch eine Replika erschaffen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde diese, wie soll ich sagen, diese moralische Entscheidung ziemlich wichtig hier. それよりこのことは誰にも言ってはいけませんよ。いいですか。Wir sollen es niemandem erzählen. わかった。約束しましたよ。Ja, das ist ein Versprechen zwischen Jado und Luke. Und damit haben wir wieder ein bisschen. Samui desu no. Onaka no Sosararing mo hie hie de samui desu no. Chiguru wa samusa ni yowai in desu ne. Boku mo samui no wa skoshi nigate desu. Yappari oshisama pukapuka ga suki desu no. Demo tashou samukute mo. Yuki no machi no yoru wa tsuki akari ga aokute.雪は銀色で、とても幻想的だわ。こういう風景を殿方と歩いてみたいものですわね。なんかそういうの身もだえちゃうよね。ああ、寒い寒い。腹が寒い。はあ、どうして観光地の女性はみんな大胆に近寄って声をかけてくるんだ。おっかなくて街も歩けない。この顔ぶれだと。そういうことは期待できませんわね。はっ、このメンツ唯一の両親かもしれなくもないかもしれない大佐は。綺麗な女性とどこかへ出かけられたようですが。くぅ、こっちにもこんな美女が揃ってるのに。そうですね。あら、いいじゃない。お腹を冷やしているぐらいの方が可愛げがあるわ。あら、まあ。何？何でもありませんわ。お幸せに。お似合いだと思いますよ。ミュのことだったんだけど。Und ein noch sehr unterhaltsames Missverständnis. Und das ist etwas, was man sogar als Video schon findet. Dieses sich ewig drehende Mew.Warum auch immer Mew das jetzt gerade macht, ich verstehe es selber nicht. Wundert mich ein bisschen, dass hier keine, ich sag mal, keine Vertonung stattgefunden hat.Okay, Nordosten von der Brücke und dann in den Theorwald und dann sind wir da. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, aber ich kann es so schnell lesen, von daher mache ich das auch so schnell. Ja,
Und damit sind wir erstmal fertig hier in Caterburg. Ich werde noch diesen Skit hier laufen lassen. Miu, この間のネフリーさんの話、どう思う？なんですの？ジェイドが自分で殺してしまった人、ネビリム先生を作り出すためにレプリカの技術を作り出したって。ミュウ、難しいことよくわかんないですの。あ、そっか、悪いな。なんか誰かに聞いておきたくて。誰にも話さないと約束したでしょ。おお、この調子では誰かに話してしまいそうですね。まあ、いや、話さない、絶対大丈夫。ミュウも絶対ですの。果てしなく不安ですが、誰かに話してもどうしようもないことはルーク自身がよくわかっているはずですしね。うん、やっちゃいけないこと、やっちまったこと、その言い訳を誰かが教えてくれるわけじゃないし、言い訳を探しちゃダメなんだよな。そうですね。過ちを隠すための言い訳などに力を入れてしまうと、人はどんどんそちらに流れてしまう。一番簡単で一番難しいことですが、受け入れなければならないことをきちんと受け入れなければ。うん、はいですの。いい返事です。もし話した時にはきついお仕置き、これもわかりますね。あ、ああ、はいですの。いや、bestraft werden von Jado klingt nicht gerade angenehm. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Tales of the Abyss. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.